Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Aktuell hänge ich sehr viel bei DM und Rossmann ab und deswegen habe ich da das eine oder andere auch bestellt und gekauft. Und also vor allem gekauft. Also ich war dann im Laden und habe mir die Produkte halt gekauft, weil ich dann nach neuen Produkten gesucht habe und so weiter. Und wenn du Bock drauf hast, was ich in dieser großartigen Tüte verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, vor allem so praktische Dinge sind auch mitgekommen und genauso praktisch wie das ist, was ich bei DM gekauft habe, ist auch diese Kooperation, die ich in diesem Video gerne mit einbinden möchte. Denn wir haben neue Plissés bekommen. Yay! Das Ganze ist über die Firma Schütte passiert und das heißt, ihr werdet in diesem Video schon mal so einen kleinen Einblick bekommen und in den nächsten Tagen wird dann auch ein Vlog von mir online kommen, wo ihr dann auch Claudi beim Handwerken sehen dürft und zwar, wie einfach es ist, diese Plissés zu montieren. Ihr wisst ja tatsächlich, dass wir hier in dieser Etage, die wir hier haben, schon seit einer ganzen Weile am Renovieren sind und da geht es jetzt auch in den Feinschliff. Nachdem Schatzi die Türzargen tatsächlich 6-mal gestrichen hat, haben wir jetzt hier auch neue Türen drin. Yay! Und ja, jetzt können wir uns so langsam auch mal dem ganzen, ja, etwas schöneren widmen, nämlich den Plissés zum Beispiel, sodass ich quasi, wenn ich hier sitze, nicht die ganze Zeit denken muss, dass jeder mich beobachten kann. Das ist super geil. Wir haben bei Schütte die Möglichkeit, auf der Homepage die Plissés individuell uns zusammenstellen zu lassen, also individuell auch die Größen auszuwählen. Und ja, ich habe jetzt hier auch schon 3 von den ganzen Plissés, die wir halt einsetzen werden. Nee, eigentlich sind es 4, glaube ich, ne? Auch schon montiert zusammen mit meinem Freund und da kann ich euch jetzt auch mal so ein paar Einblendungen machen, wie das Ganze aussieht. Auf jeden Fall hat der liebe Kevin da echt eine super Serviceleistung gebracht und so ist das auch generell bewertet, wenn man sich die Bewertung von Schütte auch anschaut. Das ist ein deutsches Unternehmen, die wirklich als Manufaktur diese Plissés herstellen. Du kannst auf jede Fenstergröße, und da sind wir hier bei uns super speziell überall, ne, dir die Plissés maßgeschneidert halt zu einem sehr fairen Preis anfertigen lassen. Die werden nach Hause geliefert. Du hast auf der Homepage selber auch die Montageanleitung, die du einfach nur befolgen musst, um da die Maße halt abzugeben. Du kannst dazwischen verschiedenen Varianten wählen, sodass du sagst, entweder möchtest du es auch wirklich in die Rahmen reinbohren, so wie wir das ja zum Beispiel auch gemacht haben, weil es ist unser Haus, also können wir das auch machen. Du kannst es aber auch ohne Bohren bestellen, da soll eine Montage innerhalb von 60 Sekunden möglich sein, aber auch mit Bohren, das ging wirklich super easy. Du kannst es sowohl mit Führungsschienen montieren als auch ohne, je nachdem, wie dir das auch so gefällt. Und wir haben da die Möglichkeit, sowohl normale Fenster mit Plissés auszustatten, als auch zum Beispiel Dachfenster. Also wir haben ja so 2 Velux-Fenster sind das ja. Und da ist es unheimlich schwer, auch vernünftige Plissés zu einem bezahlbaren Preis zu bekommen. Und da hat tatsächlich Schütte auch sehr, sehr nette Angebote für euch. Also da könnt ihr euch gerne auf der Homepage umschauen. Ihr kriegt die Plissés in allen Farben. Ich habe die hier in meinem YouTube-Zimmer zum Beispiel auch so bestellt, dass ich da welche habe, die irgendwie thermomäßig unterwegs sind. Das heißt, hier knallt die Sonne halt auch ziemlich rein. Also hier an der Seite geht die Sonne den ganzen Tag halt dran vorbei, ne? Und da habe ich mir extra welche bestellt, die sehr blickdicht halt sind, damit nicht von der Straße mich quasi jeder noch begrüßen kann, was ich ganz witzig finde, aber manchmal will man es dann vielleicht doch nicht unbedingt haben, ne? Und ja, aber dass es halt auch welche sind, dass wenn die Sonne halt reinscheint, dass die thermische Wärme nicht so sehr hier reinkommt. Und ich habe das ja auch ein paar Mal mitbekommen, im Sommer ist es hier richtig bulleheiß und ich finde es halt schön, dass ich dann das Licht halt reinlassen kann, indem ich die Plissés einfach nur bis nach oben hochziehe, aber halt diese Hitze nicht. Und das ist richtig, richtig cool. Ich fand es super toll, dort auch mit Kevin und dem Team zu arbeiten und mich da durchzufuchsen, durch die Homepage, was heißt durchfuchsen, mich da einfach inspirieren zu lassen, was für verschiedene Farben es gibt. Ich meine, wir haben teilweise auch welche, ich glaube, in Grün bestellt, ich glaube, Rot haben wir auch bestellt, die kommen dann die Tage mal an. Die Lieferung geht so schnell und ja, das ist alles wirklich super unkompliziert. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da lasse ich euch einfach mal gerne den Link. Falls ihr gerade danach sucht, dann seid ihr da auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Und dass DM und Rossmann nicht immer genau das Richtige für mich haben, hat man daran gesehen, dass ich dann doch öfters mal hingelaufen bin. Denn ich habe öfters so nach Adventskalendern Ausschau gehalten und so. Die ganze Babynahrung, die ich natürlich bestellt habe, ist hier nicht im Video mit inbegriffen. Ich bestelle die tatsächlich sehr gerne online. Das tut mir dann immer für unsere Paketboten etwas leid, aber es ist tatsächlich so, dass
es für mich unkompliziert ist, dass ich dann halt auch weiß, dass die Vorräte nicht ausgehen und deswegen bestelle ich mir das gerne dann halt online und da ist es auch meistens vorrätig. Manchmal hast du im Laden echt das Problem, dass das nicht da ist und das nervt mich. So, okay, also ich fange jetzt einfach mal an mit Sachen, die kennt ihr auch schon von mir. Es sind viele Sachen, die einfach sehr, sehr bekannt sind, aber es sind hier auch ein paar sehr interessante Geschichten mit dabei. Es ist eigentlich für mich alles interessant. Nun, als erstes habe ich diese Würstchen, die ich gerne bei DM immer kaufe. Das ist von Dein Bestes, die Knabberwürstchen, die Sammy einfach super gerne mag. Habe ich bei mir immer am Bett liegen und das ist halt unser Ritual von Sammy und mir, dass er dann quasi, wenn wir ins Bett gehen, also manchmal holt er mich auch tatsächlich von der Couch ab, fühle ich mich wie ein Schaf, das sich in das Schott getrieben fühlen darf, dann bringt er mich halt immer ins Bett und dann setzt er sich auch immer an meine Bettseite, denn er weiß ganz genau, er kriegt dann noch ein bisschen Schmusi und er kriegt dann auch noch ein Knabberwürstchen, was ich dann halt immer so klein mache und ihm dann halt so gebe und das ist dann immer so für ihn das Zeichen. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen und er guckt mich gerade auch schon wieder an. Der kleine Mann. Ist immer mit dabei, ne? Das ist so eine treue Seele. Dann habe ich hier von Freiöl, also verschiedene Babywaschlotionen mir einfach mal mitgenommen, gekauft. Die Babywaschlotion Baby Cleansing Lotion, die ist 100% parfümfrei für sensible Haut. Also ich wollte einfach mal das ein oder andere ausprobieren, was uns so am besten gefällt. Jetzt gerade hat Schatzi, glaube ich, eine von Nivea gekauft. Da sind halt recht viele Parfümstoffe drin, da bin ich ja immer so ein bisschen, dass ich mir denke, fürs Baby muss das eigentlich noch nicht sein. 2-in-1 Waschlotion und Shampoo sensitiv mit Kamille und Panthenol habe ich ja auch noch gekauft. Das ist halt die etwas günstigere Variante, aber Baby Love, Baby Dream, die sind ja immer richtig gut bewertet, ne? Und Panthenol ist ja auch so beruhigend und pflegend und so und keine Tränen, kein Ziepen, das hört sich auf jeden Fall toll an und das war natürlich eine Limited Edition mit einem Clown und so. Süß und das musst du mit. Das ist jetzt riesig und ragt mir die ganze Zeit ins Gesicht. Die muss ich definitiv anbringen. Das ist von Rossmann. Gab es in der Ideenwelt eine Schreibtischunterlage aus PU-Lederimitat und ich sitze halt viel am Schreibtisch und ich merke halt einfach, dass es sinnvoll ist, sowas zu verwenden. Gibt es in verschiedenen Farben, ne, glaube ich. Ich glaube auch grau. Oh Gott, ist die lang. Okay, ja, sie ist sehr lang. So, ne? Und kann ich mir dann auf den Schreibtisch legen und ich glaube, das wird ganz gut. Also Schreibtischunterlagen braucht man halt. Und es ist halt total fancy zu wissen, dass man in der Ideenwelt halt wirklich immer mal wieder Sachen findet, wo du nicht so unbedingt mit rechnest, ne? Und das ist ja immer direkt am Eingang, dann komme ich so bei Rossmann rein und dann sehe ich die Dinger und dann denke ich mir, das ergibt durchaus Sinn. Da war halt auch dieses Mauspad am Start. Oh nein, was ist hier ausgelaufen? Nein! Was hat Frauchen denn hier gemacht? Müssen wir gleich mal herausfinden. Müssen wir eruieren. Hier riecht doch irgendwas. Okay. Ich weiß es nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Mal gucken. Das ist halt total praktisch, weil du hast hier so eine Ablage für die Hand. Das ist mit so Memory Foam. Ich habe sowas auch aktuell in Anwendung, habe ich mir mal bei Amazon gekauft, aber das ist mittlerweile halt Uppe, weil dieses Handballenauflage-Ding ist halt total durchgelegen. Das macht dann keinen Sinn mehr. Hatte ich mir eigentlich für Halloween gekauft, habe ich vergessen. Das war ein Haarreifen aus der Ideenwelt. Fand ich ganz süß, ne? Ich habe ja meinen Halloween-Look mit euch auch zusammen geschminkt. Okay, mit Schild geht's auch schlecht. Und dann habe ich den halt fürs nächste Jahr. Fand ich ganz süß, ne? Ja, ich kann euch meinen Halloween-Look auch mal im i verlinken. Ich finde, der ist ganz gut geworden und ich fand das ganz witzig tatsächlich, dass auch dann da sowas war. Ein bisschen Naschi. Yo, die Adventskalender haben mich angefixt. Es ist Zeit für gebrannte Mandeln und das gibt es von DM Bio. Und ich mag sowas einfach gerne. Ich will sowas immer auf dem Weihnachtsmarkt kaufen und nehme mir jedes Jahr vor, Claudi, du musst zum Weihnachtsmarkt gehen. Aber es ist einfach so, dass ich letztes Jahr einfach nicht mich wirklich groß bewegen konnte zu dem Zeitpunkt. Und sonst ist es halt wirklich so, dass ich mag es nicht, wenn das alles so extrem voll ist und so viele Menschen und alle rempeln dich an und ich glaube, ich kriege da so einen kleinen Spleen, ne? Dann habe ich hier Kerne und Saaten von DM Bio mitgenommen. Sowas mische ich mir gerne in mein Müsli oder ich mische es mir unter einen Joghurt oder so. Granola, Proteinquelle und Omega-3-Quelle ist super, super lecker. Du hast da Kürbiskerne und allen Tralafitti drin. Sonnenblumenkerne sind da, glaube ich, auch mit am Start. Ne? Ich mag das einfach gerne. Ich glaube, Kokos auch. Ich glaube, das ist dann halt nicht für jeden was, aber ich finde das richtig lecker. Das brauchen wir, also mein Freund und ich jetzt einfach aktuell, deswegen habe ich es jetzt mitgenommen, weil die Sonnen oder das UV-Licht, genau, jetzt irgendwie in einem Winkel ist, der halt nicht so ist, dass unser Körper genug Vitamin D3 produzieren kann. Und deswegen macht es Sinn, dass man halt D3 supplementiert in Kombination mit K2. Ist das dann halt immer sinnvoll. Das gibt es halt hier von Doppelherz, ne? Habe ich jetzt einfach mal mitgenommen.
nehme ich jedes Jahr. Also, ne, ich finde, das ist super wichtig. Einfach, um die Stimmung halt auch ein Stück weit zu heben. Und man merkt es doch jetzt auch. Also, ich persönlich bin ja auch wirklich so, dass ich sehr schnell auch von Witterungsgeschichten, dass meine Stimmung davon beeinflusst wird. Also wenn so ein richtig schöner, sonniger Tag ist, dann bin ich gut drauf und yay und so, ne? Und wenn dann aber ein Tag ist, wo alles dunkel und grau und regnerisch und betrübt, dann ist meine Stimmung auch so. Und um dem Ganzen einfach so ein bisschen auch entgegenwirken zu können, ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt. So, dann habe ich, ich bin immer noch auf der Suche nach irgendwas, was kaputt ist, von Essence, zweimal mitgenommen, da habe ich aber online bestellt, bei Essence selber, weil die eine Limited Edition haben. Und ich habe zwei mir sehr nahestehende Ladies, die so Katzenfans sind und ich glaube, dass die sowas bekommen, ne? Weil es ist einfach süß. Und dann gab es diese Limited Edition, Pink is the New Black mit diesem Color Changing Sponge, finde ich witzig. Ich fand das schon damals bei der Kooperation von Maxim mit Luvia großartig. Mit diesem Schwamm, die Schwämme habe ich immer noch. Mittlerweile verfärben sie sich halt nicht mehr wirklich. Und ja, hier haben wir halt auch schon einen leicht rosa oder pink eingefärbten Schwamm, der aber vor allem auch schwarz ist. Und ja, ich fand es einfach für mich total interessant. Mm. Ach so, von L'Oreal habe ich ja auch noch ein bisschen PR drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt relevant ist. Kann ich euch ja auch einfach mal mit zeigen, oder? Genau, zeige ich euch. Das sind Produkte, also das ist so, wenn ich L'Oreal zum Beispiel den L'Oreal Adventskalender zeige, dann ist es so, dass ich über ein Portal das Ganze auch tracken kann. Also, dass die dann halt wissen, hey, guck mal, Claudis Welt hat da was von uns veröffentlicht, deswegen kriege ich die Points gut geschrieben. Und diese Points nehme ich eigentlich, weil das für mich keine Kooperation in dem Sinne ist, wo ich dann halt auch, also wie jetzt zum Beispiel mit Dalton oder so, wo man auch irgendwie anders miteinander kommuniziert, habe ich dann meistens, dass ich die Points nehme, um dann halt Produkte zu bestellen, die ich zum Beispiel für Verlosung nehme oder für Freunde und Familie. Ich weiß zum Beispiel, diese Revita Lift Laser X3 Reihe mag eine Freundin von mir sehr gerne. Und da gibt es jetzt hier die Tag- und Nachtcreme und die war da halt als kannst du dir aussuchen Produkt drin. Da musste ich halt Points für einlösen, das habe ich getan und deswegen habe ich mir das auch mitbestellt. Ne? Da gab es auch Sets, da habe ich mir zum Beispiel die Perfect Match Nude mitbestellt. Das ist diese, die ist so gut, Leute, wirklich, das aufpolsternde, getönte Serum ist das. Die gibt es ja in verschiedenen Nuancen, nicht so super viele Nuancen, aber du kannst die auch super untereinander mischen. Aber das deckt schon mehrere Shades ab, eben dadurch, dass es halt auch gar nicht so eine extreme Deckkraft hat. Ne? Und das ist auch meine Farbe, 0,5 bis 2, sehr hell und die sieht so gut aus. Das ist wie so eine zweite Haut. Mag ich richtig gerne. Ja, dann habe ich mir auch noch so Lippenprodukte mitbestellt von L'Oreal. Das ist so ein Liquid Lipstick. Den habe ich auch tatsächlich schon mal ausprobiert, weil ich dachte, Mensch, ist doch cool. So ein schönes Weihnachtsrot halt, ne? Leider finde ich den von der Konsistenz her nicht so gut. Also, das ist ein schönes Produkt und ich glaube, wenn man dann halt nicht isst, ich mache das ja ganz gerne, wenn ich mir Liquid Lipstick drauf mache, dass ich dann trotzdem nochmal die Lippen aufeinander bappe, ist dann wahrscheinlich nicht so sinnvoll, sollte man nicht tun. Ich finde den ein bisschen zu dick, das ist nicht so mein Vibe. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr den auch schon mal ausprobiert habt und wie er euch so gefallen hat. Haltbar ist er definitiv, aber ich finde, man spürt ihn halt sehr auf den Lippen, ne? Genau. Dann habe ich hier auch noch ein paar Augenbrauenstifte mit in so einem Set mit drin gehabt. Ich habe mir gedacht, Mensch, das kannst du doch halt auch für Freunde, Familie oder so nehmen, weil Brünett und Leitbrünett bin ich jetzt nicht. Ich gucke mal, vielleicht ist da auch meine Farbe mit dabei. Ich wollte demnächst halt auch mal wieder ein Fullface L'Oreal oder so schminken. Mal gucken, dass ich da halt die Neuheiten auch austeste. Dann habe ich hier noch die Lash Paradise Mascara, die ist so gut ist, da könnte ich die auf jeden Fall mal austauschen, die ich noch bei mir im Backup habe. Die macht richtig tolle Wimpern. Du hast das wirklich auch super unproblematisch. Die klumpt halt nicht und die gibt dir einen schönen Augenaufschlag und also die macht Volumen und Länge mit rein. Ne? Also das ist das, was diese Mascara macht. Die hat ein Faserbürstchen, was so ein bisschen sanduhrförmig ist und ich komme damit sehr gut zurecht. Das nächste Produkt ist ein Blush, der ist relativ subtil und hat Schimmer mit dabei in der Farbe 120 Le Blush Sandalwood Pink. Das ist dieser hier und ja, ich habe auch schon ein paar Sachen zur Seite gelegt für ein Fullface L'Oreal. Ich glaube, die Farbe könnte ich da auch noch auf jeden Fall mal mit reinmachen, dass ihr die auch in Anwendung seht. Genau, in dem Lippenset war dann auch noch mal eine weitere Farbe mit dabei. Das ist dann eher eine, ich sag mal, etwas alltagstauglichere Farbe. Ich bin ja manchmal etwas fancy unterwegs, was so meine Kombis und so angeht. Ne? Das muss nicht jeder so mitgehen.
Genau, so viel dazu, würde ich sagen. Oder habe ich hier noch irgendwas drin? Doch, klar. So, das müsste dann aber auch der Rest vom Schützenfest gewesen sein. Und zwar gibt es auch so eine neue Vitamin C-Reihe. Die habe ich bei Maxim auch schon gesehen und da konnte ich mir dieses Set mal holen. Hier muss ich nur einfach mal gucken, weil ich wusste nicht, dass man Vitamin C mit Salicylsäure auch gut kombinieren kann. Ich dachte, das wäre nicht so gut miteinander. Aber gut, das ist ein Reinigungsschaum, der halt einfach reinigen soll. Wahrscheinlich hast du das einfach nicht an so hoher Stelle, dass das irgendwie miteinander... Genau, Salicylsäure steht hier relativ weit unten, dann ist das Ganze vielleicht etwas entspannter miteinander. Schaut auf jeden Fall so aus. Werde ich mal austesten und ich bin ja auch immer so euer Versuchskaninchen für sensible Haut, ne? Here we are. Und genau, das kann ich dann mit euch mal reviewen, für euch reviewen. Was ich auch ganz interessant finde, ist dieses tägliche Anti-UV-Fluid mit Lichtschutzfaktor 50+. Das wurde ja diesen Sommer extrem gehypt, ne? Also vor allem Maxim, der hat das ja ständig auch gezeigt. Hier sieht man auch wieder Vitamin C und Lichtschutzfaktor in Kombination. Die beiden passen halt einfach gut zusammen, ne? Und das ist halt gegen Fältchen und Pigmentflecken. Klar, so wirkt das Vitamin C. Hat ein unsichtbares Finish, das wird ausgetestet. Und vor allem wird ausgetestet, ob das auch wirklich mit Make-up so zusammen funktioniert und mit der Hautpflege und so. Da muss man halt manchmal ein bisschen aufpassen, welche anderen Wirkstoffe du noch so verwendest. Aber da habe ich euch ein separates Video mal zugedreht. Das kommt am Wochenende online, genau. Und genau, da bin ich sehr gespannt drauf, weil das auch schon sehr gehypt wurde. Und dann habe ich hier auch noch das Revitalift Clinical pures 12% Vitamin C. Das ist ganz schön viel mit Vitamin E und Salicylsäure. Das hört sich echt hardcore an, Leute. Da weiß ich nicht, ob das was für mich ist, weil das musst du ja wirklich auf der Haut drauf lassen. Und Salicylsäure ist ja eine sehr, sehr starke Säure. Ich bin halt eher so Team PHA, also wirklich sehr, sehr sanfte Säure. Ich glaube, das ist zu stark für mich. Ich glaube, das wird dann auch dementsprechend da mal verlost werden. Aber ich kann mir definitiv vorstellen, dass diese Inhaltsstoffe auch für Glow sorgen werden. Aber ich weiß nicht, ob das dann für mich halt sinnvoll ist, ne? Mal gucken. Werde ich mal noch ein paar Reviews vorher lesen, bevor ich mir das wirklich ins Gesicht gebe. Ich habe nur dieses eine Gesicht. bei Essence habe ich auch ein bisschen zugeschlagen. Das gab es offensichtlich bei DM für 9,95 €. Guck mal, wie süß, ne? Das ist so ein Pinselset. Und irgendwie finde ich, da hat doch, hat Essence irgendwie diverse Weihnachts-Limited Editions aktuell gleichzeitig auf dem Markt. Denn ich habe dieses Pinselset aus der Sparkle All The Way Edition. Dann sehe ich, dass Sarah Isabel heute ein Video, also für euch jetzt vor ein paar Tagen, hochgeladen hat, wo sie ja auch schon wieder Limited Edition Produkte zeigt. Dann, klar, Catrice ist auch noch mit dabei und irgendwie alle so durcheinander, also ich, mir wird schwindelig. Naja, das habe ich aber auch bei Essence selber bestellt, das ist nämlich eine Online-Exclusive-Palette. Von diesen Schmetterlingspaletten hat man auch noch nicht so super viel gesehen. I'm So Fly ist hier die Bezeichnung und ja... Da sind halt etwas buntere Töne drin. Die gibt es auch in etwas zurückhaltenderen Tönen, ne? Und das ist jetzt die, die ich mir so bestellt habe. Spread Your Wings, Little Butterfly. Das ist natürlich super süß, ne? Ist sau süß, ja. Dann habe ich hier mir auch noch den Pink is the New Black, den Color Changing Blush bestellt. Da bin ich ja mal sau gespannt drauf. Ist dann ja wahrscheinlich so ähnlich wie diese Lippenpflegestifte. Also im Prinzip haben die wahrscheinlich den Lippenpflegestift... Ja, das ist ja auch... Die haben den Lippenpflegestift genommen. Und in ein Fännchen reingemacht und nennt es dann Blush. Ich hab's verstanden. Ich dachte, das wäre aus Puder. Naja, aber das ist... Ja, ich hab's verstanden. Okay. Kannst du dir auch diesen Color Changing Lipstick immer ins Gesicht klatschen eigentlich, ne? Ach, Claudi, das hätte dir auch vorher auffallen können. Naja, was ich aber richtig cool fand, ist dieser Pinsel. Ja, der, ich glaube, aber nur den Stiel verändert. Jo, das sieht man auch hier schon wieder, weil der ist jetzt, glaube ich, recht kalt, oder? Ja, die Produkte hier sind relativ kalt, aber sie liegen auf meinen warmen Beinen. Ich habe den Pinsel nochmal, weil ich habe sowohl online bestellt als auch im Laden gestöbert und dann teilweise Produkte einfach mal doppelt mitgenommen. Ja, diese Foundation finde ich total klasse. Das ist die Essence Fresh and Fit Foundation mit Vitaminkomplex, also Vitamin E und Niacinamiden. Genau, das ist diese hier. Die habe ich auch noch bei mir im Backup, aber die ist mittlerweile nicht mehr so nice. Also von der, was da so drin ist. Und dann habe ich mir jetzt einfach mal eine frische gekauft in der Farbe Fresh Porcelain. Und das ist auch meine Farbe. Die ist relativ deckend. Also die ist schon derbe von der Deckkraft, aber ich mag sie sehr gerne. Manche mögen die ja so gar nicht. ja, auch die durfte mit. Das ist eine ganz neue, die werde ich euch demnächst mal vorstellen. I Love Flawless Skin Foundation Matte.
nicht so ganz meine Welt, ne? Und Full Coverage, Halbchen, Popöchen, mit Lichtschutzfaktor 20, was ich schön finde, aber du kannst dir niemals so viel ins Gesicht davon klatschen, dass du wirklich Lichtschutzfaktor 20 erreichst. Das muss ich muss immer schmunzeln, wenn ich sowas lese, muss ich gestehen. In der Farbe 20, Medium Porcelain, habe ich mir die mitgenommen, aber ich glaube, die Farbe passt. Könnte vielleicht ein Tick zu gelb sein, mal gucken. So, Kassenbonze. Ja, ich habe wirklich für Halloween noch Sachen eingekauft, habe mich dann aber für einen komplett anderen Look entschieden. Den Sponge habe ich offensichtlich nochmal gekauft, also das, was ich offensichtlich doppelt gekauft habe. Also ein Pinsel und ein Schwamm werde ich demnächst nochmal verlosen. Oder mache ich jetzt eine Verlosung? Ja, mache ich. Und zwar verlose ich an euch, dafür müsst ihr einfach nur in der Infobox vorbeischauen, da packe ich die Teilnahmebedingungen mal mit rein. Dieses Pinselset, so, dann nehmen wir hier einen Sponge, wir nehmen einen von den beiden Pinseln und wir nehmen das Serum von L'Oreal mal in die Verlosung mit rein, okay? Genau, alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Genau, weil das sind jetzt so die Sachen, wo ich denke, das macht Sinn, dass ich die verlose. So, das hier ist dann für nächstes Jahr am Start. Von Rossmann habe ich das gekauft. Jofrika, einmal das Geisterweiß, ein Aqua-Make-up, habe ich für meinen Look. Hätte ich gut? Nee, hätte ich nicht gebraucht. Nee, ich habe eher pink gemacht. Dann habe ich mir auch noch Fake Blood und Liquid Latex mitgenommen von Revolution. Die haben ja sowas im Sortiment. Das kann ich dann, wie gesagt, auch nächstes Jahr verwenden. Dann habe ich bei Essence und Catrice, also bei Cosnova ja online bestellt, ich glaube bei Essence bestellt, und da gab es auch die Cosnova, also die Catrice-Produkte, da habe ich mir auch diesen Make-up Remover Balm nämlich mitbestellt aus der Winnie Pooh Collection. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, inwiefern Drogerie Make-up-Entferner-Balm drauf hat. Ist ein winzig kleines Pöttchen, da ist nicht viel drin, 50 Milliliter, aber zum Ausprobieren finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht, bei manchen steht die Limited Edition ja sogar noch, denke ich, ne? Riecht sogar ein bisschen nach Honig. So ein kleiner Honigpott, ich finde es süß. Ja, also jetzt gerade habe ich einen anderen noch in Anwendung, aber danach werde ich das mal ausprobieren. Ich versuche mich ja durchzutesten, dass ich euch dann halt auch immer wieder eine gute Review geben kann, was denn jetzt wirklich der beste Make-up-Balm ist. Die beiden Produkte kommen auch mit in die Verlosung, weil die waren als Goodie bei der Essence-Bestellung mit dabei. Einmal der Hand Sanitizer, das ist dieser hier, und dieser Essence Stay and Play Gel Eyeliner in so einem wunderschönen Petrolton, ne? Genau, das packe ich da auch noch mit zu. Siehst du, da habe ich doch jetzt schon ein schönes Päckchen für euch geschnürt. So. Ah, nee. Auch aus der Pink is the New Black Reihe. Einmal der Color Changing Lip Tint ist nochmal mitgekommen und auch der Color Changing Lip Glow. Genau. Vielleicht mache ich euch dazu mal ein Insta-Reel oder so. Ich glaube, das macht Sinn, ne? Weil noch stehen die LEs ja teilweise oder man bekommt sie halt online. Die Foundation habe ich, glaube ich, in der falschen Farbe bestellt. Oh Gott. 57 Vanilla von Manhattan Lasting Perfection. Mhm. Hier war ich halt wegen dem Niacinamid so angefixt. Mit Hyaluronsäure und 2% Niacinamid. Ihr seht die Farbe, ihr seht meine Hand. Das funktioniert nicht zusammen, ne? Ja, aber ich habe Freunde, die vom Ton her etwas dunkler sind. Den fand ich ja auch richtig geil. Aus dieser Pink is the New Black LE. Das ist dieser Lippenbalsam, der fancy aussieht. Und das ist halt genau das gleiche wie dieses gepresste, wie das Blush. Das sieht man schon. Und das finde ich einfach fancy. Ist schon witzig gemacht, muss ich sagen. Also eine süße Limited Edition. Ich komme halt einfach aufgrund der ganzen Videos, die ich aktuell drehe, nicht dazu, euch die LEs halt so in einem Video richtig vorzustellen, ne? Weil ich habe nur zwei Hände, einen Kopf und so. Und ja, deswegen versuche ich das dann auch gerne mal bei Instagram, dass es ein bisschen schneller geht. Gut, und dann noch zwei praktische Produkte, um das Buch zuzumachen. Da habe ich hier den Erbseneintopf mal wieder mitgenommen und auch den Linseneintopf. Das haben Schatzi und ich ganz gerne hier, falls dann einfach mal... Ja, moin. Falls einfach mal Not am Mann ist und wir halt das nicht schaffen, halt irgendwie was zu kochen oder so, dann hast du halt eine warme Mahlzeit. Das ist ganz praktisch. Ja, und apropos praktisch, denkt auf jeden Fall praktischerweise dran, dass Schütte zu wirklich sehr, sehr fairen Preisen die Plissés bei sich anbietet. Das verlinke ich euch, wie gesagt, in der Infobox. Schaut da einfach gerne mal vorbei. Uns hätte es damals tatsächlich geholfen, als wir hier eingezogen sind, weil wir haben für unten sehr viele unterschiedliche Plissés uns gekauft und sehr, sehr viele davon leider entsorgen müssen, weil sie entweder nicht gepasst haben oder nach ein, zwei Monaten halt echt schon Fratze waren. Und ich
sehe es jetzt schon bei der Qualität, dass es bei diesen Plissés nicht passieren wird. Und bin einfach sehr dankbar, dass wir hier die Kooperation haben dürfen. Und freue mich tatsächlich auf die nächste Lieferung. Und ich freue mich auch drauf, euch Handwerker Claudi vorzustellen in dem nächsten Vlog, dass ihr dann auch seht, wie ich die dann tatsächlich auch selber einbaue. Ja, ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.